Joho, hier ist euer Lord Titan alias Sven Duncan. Und ja, ich wollte nur mal kurz hier nochmal eine Info rausgeben, dass Radio Quergedacht wird auch wieder auf Sendung gehen. Circa am 1.8. ist es geplant. Ich weiß nicht, ob da irgendwas dazwischen kommt oder sich was verlängert. Muss man dann sehen, ich lege das noch nicht fest. Aber ich werde dann noch rechtzeitig Bescheid geben. Natürlich werde ich auch wieder mit meiner Sendung hier Wortgefecht dabei sein. Ja, euer Lord Titan, alias Sven Duncan mit der Sendung Wortgefecht, wo es dann eben ein bisschen politisch kritisch und auch ein bisschen gesellschaftskritisch angegangen wird. Das heißt auch ein bisschen grenzwertig, ja. Ich bin nicht wirklich gesetzeswidrig in meinen Tracks, aber die Aussagen sind dann schon grenzwertig, ja. Gehen dann schon an die Grenze ran. Und, ja, wen es gefällt, gefällt es, wen nicht, nicht. Ich finde, man kann über Sachen sprechen, sie auch ansprechen. Es geht mir auch nicht um Perfektion, auch nicht darum, mich perfekt hinzustellen, das bin ich nicht. Na, ich bin eben ein eingeschränkter Mensch, ich bin zu 90% körperlich schwerbehindert. Und durch zu viel Gewalteinwirkung ist eben auch mein Gehirn überreizt. Ja. Dennoch nehme ich mir eben meine Kraft zusammen, wenn ich dann auf Sendung gehe, meine eigenen Tracks dann eben in Wortgefecht auch wiederzugeben, die ich selbst kombiniert habe und auch selbst den Text drüber gesprochen habe. Eben Freestyle, ja, musikalisch wie auch eben textlich. Reiner Freestyle und ich lade eben auch immer wieder Leute ein dazu, auch Freestyle selber zu machen. Ihr müsst ja nicht mit euch mit Politik auseinandersetzen oder mit Gesellschaftsproblemen, so wie ich es tue, sondern ihr könnt ja auch einfach mal einen Freestyle machen aus Just und Fun. Ich habe darunter auch eben Fun-Tracks, ja, so ein paar. Ich habe da auch so ein bisschen gemischt gemacht. In der Sendung Wortgefecht kommen auch nicht nur Tracks zu grenzwertigen Sachen, die Politik oder Gesellschaft angehen, sondern gibt es auch Fun-Tracks drunter. Ja, aber völlig selber ausgedacht, nicht irgendwo ein Beat, den es schon gibt, wo ich dann drüber singe. Das könnt ihr aber machen. Ihr könnt ja auch Freestyle machen zu einem Beat, den es schon gibt. Ja, und ich habe damals ein Projekt gestartet, eben bevor ich nach Radio Quer gedacht bin schon. Das muss um 2012 oder so gewesen sein. Da habe ich eben dieses Projekt Freestyle Battleground, genau, Freestyle Battleground gegründet und lade immer noch Leute ein, die Tracks oder Videos auch selber machen wollen. Sich auszutauschen, dabei auch zu helfen, dass sie das organisieren können, dass sie eben eigene Tracks machen können. Ich kann euch unter anderem Freeware-Programme oder eben auch kostengünstige Programme nennen und auch Links verwalten, dass ihr sie eben bekommen könnt, womit ihr eben Tracks erstellen könnt oder eben auch ja, Musik bearbeiten könnt oder eben Sound bearbeiten könnt, ja, zusammenmixen könnt, wo ihr dann auch Grafik mit bearbeiten könnt oder sowas. Da, wie gesagt, könnt ihr mich gerne ansprechen, kann ich euch weiterhelfen. Ansonsten kann ich auch gerne eure Videos mit posten und erweitern, wenn sie natürlich zutreffen. Ich werde es natürlich vorher, wenn ihr mir ein Video schickt oder sowas, ein Freestyle-Video, werde ich es mir natürlich anhören und auch ansehen. Und solange ich das für okay finde, kann ich es dann auch mit vermarkten und mit werben sozusagen. Solange es eben wirklich nicht vertragsgebunden ist, das müsst ihr garantieren, ja, dass ihr da keine Vertragsbindung habt, dass es wirklich Freestyle ist. Na, dass man nichts Illegales tut, ja, oder Gesetzeswidriges, sondern dass es wirklich Freestyle ist, den ihr selbst gemacht habt, selbst produziert habt und dass es dort keine
ja, Vertragsbindung gibt zu der Musik oder zu den Texten, die ihr gibt. Ja? Nicht, dass es Probleme geben kann von Künstlern oder Firmen, dass ihr gegen gewisse Regeln und Rechte verstößt. Solange kann ich eben dann für euch auch Tracks mit werben und mit aufnehmen in eine Kategorie, die ich noch anfertigen würde, wenn eben Leute bereit wären dafür. Ja, ich sag einfach mal, es ist kreativ und auch sozial, was ich mache in allen Bereichen, die ich bisher so mache im virtuellen Bereich. Das hier auch, wie meine Organisation oder wie ich das nennen soll, die ich damals in SC aufgebaut habe, in Secret City, habe ich damit angefangen, Wortgefecht aufzubauen, Battleground. Und finde es ein soziales Projekt, weil ich damit auch Leute anspreche, die eben irgendwie auch eingeschränkt sind oder eben für andere Sachen nicht so die Möglichkeit haben, vielleicht dort eine Möglichkeit haben, ja, sich mit einzubringen. Ne? Dass man etwas zu tun hat, eine Beschäftigung hat und eben ja auch vielleicht einen Sinn daran hat, ja. Es geht ja auch eben, wie gesagt, bei mir eben auch gerade um soziale Aspekte, um menschliche Aspekte. Und die werde ich auch weiterhin verfolgen. Auch weiterhin, wie gesagt, mit der Sendung Radio Quergedacht dann, wo ich dann mit dem Radio Quergedacht, wo ich meine Sendung Wortgefecht habe, so rum. Und da werde ich dann auch weiterhin mitmachen und vielleicht sogar eine normale Sendung auch übernehmen. Diese würde dann unter den Namen Kaffee Quergedacht laufen, im Radio Quergedacht. Und ich habe mir dann halt schon überlegt gehabt, so wenn ich eine normale Sendung mache, die jetzt nicht Wortgefecht ist mit meinen politischen und gesellschaftlichen Tracks dazwischen, sondern eine normale Humane mit Pop und Rock und was weiß ich, Classic und was weiß ich, was es ne, an Vielfalt an Musik gibt. Da muss ich aber noch klären, ob das alles rechtens ist, ne, bevor ich das mache, dass ich da nicht irgendwo Probleme kriege mit irgendwelchen Rechtslagen. Dann würde ich das machen und dann würde ich eben auch eine normale Radiosendung machen, die eben nicht politisch aneckt oder eben auch gesellschaftskritisch aneckt, so wie meine Sendung Wortgefecht. Aber alles eben im sozialen, menschlichen Bereich und ich lade euch auch gerne ein, mitzuwirken, mit teilzuhaben und ich kann auch eben, da ich im Radio Quergedacht mit als Mitglied funktioniere, könnt ihr auch gerne mich anschreiben über Facebook zum Beispiel. Ja, meine Daten sind mehrfach überall angegeben. Kann man darauf zugreifen. Ihr findet einfach unter Sven Danken in Facebook meine Kontakte. Und da könnt ihr mich zum Beispiel anschreiben. Oder in YouTube auf meinen Videos, wie auch hier, und dann eben äußern, dass ihr Interesse habt. Dann kann ich auch was bewerkstelligen, vielleicht für eine Radiosendung oder so, dass ihr da als DJ funktioniert oder wie auch immer.